Der Zahlenstrahl. Besonderheiten. Heute wollen wir uns mal Zahlenstrahle ansehen, die nicht in 10 Unterschritte unterteilt sind. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Dieser Zahlenstrahl hat die größeren Einteilungen 100er, 0, 100, 200. Zwischen der 0 und der 100 sind jetzt aber nicht 10 kleine Stückchen, sondern nur 4. Wir wissen aber allerdings, die Hälfte zwischen 0 und 100, da sitzt genau die 50. Und wenn ich diesen Bereich jetzt wieder halbiere, zwischen 0 und 50, die Hälfte ist 25. Das heißt, ein Stück ist 25. Wenn ich jetzt weiß, ein Stückchen ist 25, dann ist zwischen der 50 und der 100 50 plus 25. Das sind immer 25er Schritte. 25 plus 25 ist 50. 50 plus 25 ist 75. 100 plus 25 ist 125. Dann kommt als nächstes die 150 und hier die 175. Und so geht es dann auch nach der 200 weiter. Hier haben wir also 25er Schritte. Bei diesem Zahlenstrahl sind die großen Einteilungen 10er. 10, 20, 30, 40. Aber wir haben wieder keine kleinen 10 Schritte, sondern es sind 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel ist denn 10 geteilt durch 5? 10 geteilt durch 5 ist 2. Wir probieren aus, ob ein Schritt jetzt wirklich die 2 sein kann. Wir zählen in Zweierschritten. 2, 4, 6, 8, 10. Und erst wenn wir das ausprobiert haben, können wir die jetzt beschriften. 2, 4, 6, 8. Dann geht es hier mit 12, 14, 16, 18 weiter. Und so fort und so fort. Und wenn ich jetzt wissen will, welche Zahl ist hier genau in der Mitte zwischen der 4 und der 6, dann kann ich auch noch angeben, dass hier auf der Hälfte die 5 sitzt. Ganz ähnlich ist es bei diesem Zahlenstrahl. Hier habe ich die gröbere Einteilung 100er, aber auch nur 5 Zwischenschritte. Jetzt brauche ich eine Zahl, die ich mal 5 nehmen kann, damit da 100 rauskommt. Oder ich teile 100 durch 5. 100 ist 50 plus 50 und 50 ist 10 mal 5, also ist 100 geteilt durch 5, 20. Und wir probieren hier aus, 20, wenn das ein Schritt ist, dann ist bei der nächsten Zahl wäre dann die 40, 60, 80. Wir haben also hier 20er Schritte. 20, 40, 60, 80. Und wenn ich wissen will, welche Zahl ist hier, dann ist es die 220 und ich kann sogar angeben, welche Zahl hier genau in der Mitte zwischen diesem und diesem Strich ist. Das ist dann hier die 250 zwischen der 240 und der 260.